Präsident. Anton Heinzl, Verkehrssprecher der SPÖ, ist nun am Wort. Hohes Haus, liebe Kolleginnen und Kollegen, in den letzten Jahren und Monaten hat Österreich im Bereich Verkehr und Infrastruktur wirklich einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Besonders im Bereich des öffentlichen Verkehrs wurden wahrlich gewaltige Fortschritte gemacht. 2006 stammten 80% des österreichischen Schienennetzes noch aus der Monarchiezeit. Und das, obwohl wir wissen, eine leistungsfähige und moderne Schiene, das Rückgrat für eine gut funktionierende Infrastruktur ist und hunderttausende Arbeitsplätze sichert. Das wurde geändert. Und der weitere Fahrplan für die nächsten Jahre ist klar. Bis zum Jahr 2021 werden über 14 Milliarden Euro in den Ausbau der Bahn weiter investiert. Aber investiert, sehr geehrte Damen und Herren, wird nicht nur in die großen Achsen und in große Projekte, wie zum Beispiel der Ausbau der Südbahn oder der Westbahn. Auch in eine Vielzahl kleinerer Projekte wurde in den letzten Jahren investiert und in Angriff genommen. Oder sie werden auch bald begonnen. Zum Beispiel über 100 Bahnhöfe in ganz Österreich werden renoviert, revitalisiert, behindertengerecht gestaltet und vor allem modernisiert. Diese ganzen Maßnahmen sorgen, wie unser Bundesminister Magister Gerald Klug schon gesagt hat, für Wachstum und für Beschäftigung. Und laut einer Studie von WIFO und IHS werden durch diese Investitionen jährlich neue 30.000 Arbeitsplätze geschaffen und jeder investierte Euro kommt volkswirtschaftlich betrachtet 2,1-fach zurück. Und sehr geehrte Damen und Herren, Hohes Haus, welche positiven Auswirkungen der Ausbau der Schiene auf eine Region hat, sieht man schon allein am Beispiel meiner Heimatstadt St. Pölten. Dank der neuen Westbahn beträgt die Fahrzeit von St. Pölten, Landeshauptstadt von Niederösterreich, inmitten des Herzens von Wien 23 Minuten. In Folge sind die beiden Städte näher zusammengewachsen und profitieren gegenseitig. Sehr geehrte Damen und Herren, natürlich spielt auch der Aspekt des Umweltschutzes eine große Rolle. Allein im Vorjahr hat die ÖBB 458 Millionen Passagiere befördert, Tendenz steigend, und damit wurden über 3 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Es ist alles klar ersichtlich. Der große Erfolg der Bahn gibt uns recht. Österreich, und das hat unser Klubobmann Magister Schieder schon angesprochen, Österreich ist bei der Nutzung der Bahn Europaspitze. Natürlich kommt es auch, sehr geehrte Damen und Herren, zu Investitionen im Bereich der Straße. Bis zum Jahr 2021 wird der Bund rund 7 Milliarden Euro in das hochrangige Straßennetz investieren. Dabei steht natürlich, so wie überall im Bereich der Verkehrspolitik, die Sicherheit im Vordergrund. Allein die Erhöhung der Tunnelsicherheit. In die Erhöhung der Tunnelsicherheit investiert die ASFINAG heuer knapp 300 Millionen Euro. Sehr geehrte Damen und Herren, Hohes Haus, ein weiterer wichtiger Schritt ist die Modernisierung der Infrastruktur im Breitbandausbau. Es ist wirtschafts- und standortpolitisch wie auch gesellschaftspolitisch ein Gebot der Stunde. Und bereits jetzt sind 92.500 Personen im IKT-Bereich beschäftigt und erwirtschaften einen Gesamtumsatz von 24 Milliarden Euro, sehr geehrte Damen und Herren. Und das WIFO schätzt ebenfalls, dass die geplanten Investitionen von 1 Milliarde Euro in den Breitbandausbau einen Beschäftigungseffekt von weiteren 40.000 Vollzeitarbeitsplätzen haben. Und laut einer aktuellen Studie der Weltbank führt ein 10-prozentiger Anstieg der Breitbanddurchdringung außerdem zu einem BIP-pro-Kopf-Wachstum von 1,2 Prozentpunkten. Sehr geehrte Damen und Herren, alles raus. Das Ministerium von Herrn Bundesminister Magister Gerald Klug investiert jedes Jahr rund 5 Milliarden Euro in die Infrastruktur Österreichs. Und mit diesen Zukunftsinvestitionen verbinden wir die Menschen untereinander.
Wir verbinden die Wirtschaft mit den Menschen und wir verbinden Österreich mit der ganzen Welt. Sehr geehrte Damen und Herren, wir investieren damit in Arbeit, wir investieren in die Zukunft und wir investieren nicht in Arbeitslosigkeit. Und das ist auch gut so. Dankeschön.